Herzlich willkommen, mein Name ist Marius Ebert und heute möchte ich Ihnen einen Mann vorstellen, der einen sehr, sehr großen Einfluss hatte auf die Betriebswirtschaftslehre. Und das ist dieser Mann, das ist Sir Frederick Taylor. Und seinen Einfluss auf die Betriebswirtschaftslehre und auf unseren heutigen Wohlstand, den schauen wir uns jetzt mal genauer an. Sir Frederick Taylor, so schreibt er sich, Taylor, ist gestorben 1915. Und dieser Sir Frederick Taylor hat, wie gesagt, einen sehr, sehr großen Einfluss auf die Betriebswirtschaftslehre, auf unser Leben bis heute. Was hat Sir Frederick Taylor gemacht? Er hat sich die Arbeit angeschaut, genauer die Tätigkeiten, die in dem Fall zu dieser Zeit vor allem körperlichen Tätigkeiten der Arbeiter, und hat ein Instrument angewendet, das wir nennen Analyse, was ja nichts anderes ist als Zerlegung. Das heißt, was er getan hat, er hat die Arbeit zerlegt in viele, viele kleine Schritte, Teile, Bewegungen. Ja, zerlegt in viele, viele kleine Schritte. Und dann hat er den Faktor Zeit ins Spiel gebracht und diesen einzelnen Schritten jeweils Zeitmessungen zugewiesen. Und wenn das zunächst einmal undramatisch klingt, die Auswirkungen dieses Ansatzes waren dramatisch. Im Grunde kann man sagen, dass Taylor uns geschenkt hat, das Geschenk der Standardisierung. Das heißt, wenn man die Arbeitsschritte zerlegt, dann kann man immer wieder schauen, was sind die optimalen Arbeitsabläufe. Man kann die Dinge standardisieren nach dem Motto, als erstes machst du das, dann machst du das, dann machst du das und dann machst du genau das. Ja, Taylor war da sehr genau, sehr penibel. In der Wikipedia steht, dass seine Analyse- und Zerlegungsbestrebungen teilweise neurotische Züge angenommen haben. Sei es wie es sei, wir verdanken diesem Mann die genaue Zerlegung der Arbeit in die einzelnen Teilschritte. Wir verdanken ihm, dass wir sagen können, wie viel Zeit es erfordert. Und Taylor mit seiner Kraft der Standardisierung, ja, dass wir also nicht zufällig die Arbeitsschritte hintereinander schalten, sondern genau so, wie wir es vorher analysiert haben, Taylor verdanken wir letztlich auch eine immens hohe Steigerung der Produktivität. Standardisierung führt zu einer Steigerung der Produktivität, und zwar zu einer immensen Steigerung der Produktivität. Ja, die Produktivität ist also ganz, ganz stark gestiegen. Und das beste Beispiel ist wahrscheinlich Henry Ford und sein Fließband, wo er im Grunde das, was Taylor vorher in seiner wissenschaftlichen Arbeitsbetrachtung analysiert, errechnet und aufgezeigt hat, in die Praxis umgesetzt hat. Henry Ford ist verbunden mit dem Gedanken des Fließbandes. Er ist sicher nicht der Erfinder, aber der, der wirklich ernst gemacht hat mit dieser Standardisierung. All das sind letztlich die Einflüsse von Sir Frederick Taylor. Man kann sagen, er ist einer der einflussreichsten Menschen auf die Betriebswirtschaftslehre, auf die Wirtschaft generell und einer der einflussreichsten Menschen und der größten Quellen unseres heutigen Wohlstands. Natürlich hat ein Fließband auch Schattenseiten, das wissen wir. Es führt zu Monotonie, zu Abstumpfung teilweise.
Aber diese Kraft der Standardisierung ist eine Kraft, die sicher entscheidend war für unseren heutigen Wohlstand. Das war's. Vielen, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Mein Name ist Marius Ebert.